Heute möchten wir Ihnen das japanische Erzähltheater Kamishibai vorstellen. Das Kamishibai kann den Bereichen der verbalen und nonverbalen LehrerInnensprache zugeordnet werden. Genauer gesagt dem Einsatz von Bilderbüchern im Unterricht. Das Kamishibai hilft bei der Leseförderung und Förderung der Erzählfähigkeit der Kinder. Außerdem trägt es zur Entwicklung des Sprachgefühls bei und vermittelt Sozialkompetenzen. Das Zuhören stellt den Zugang zur Sprache. Und erst die Sprache ermöglicht uns, Lesen und Schreiben zu lernen. Durch das Kamishibai wird den Kindern das Zuhören erleichtert und die Vorstellungskraft der SchülerInnen wird gefördert. Es ist besonders hilfreich für Kinder, die die Sprache noch nicht beherrschen oder für Kinder mit Sprachverständnisstörungen, da das bildgestützte Erzählen den Kindern leichter fällt. Durch den Einsatz der Bilder können alle Kinder unabhängig ihrer Sprachfähigkeit der Geschichte folgen. In der Videobeschreibung finden Sie einen Link zu einer Bauanleitung für ein Kamishibai. Außerdem finden Sie einen zweiten Link mit Ideen für den Einsatz des Kamishibais in unterschiedlichen Klassenstufen. Das Kamishibai kann auch einfach selbst hergestellt werden. Exemplarisch soll nun ein selbstgebasteltes Kamishibai, welches hier eher an einen Fernseher erinnert, mit der Geschichte Die kleine Schüsselhexe vorgestellt werden. Worum geht's? Die kleine Hexe ist eigentlich eine ganz normale Hexe. Sie ist nur ein bisschen kleiner und schusseliger als die anderen Hexen. Aufgrund dieser Eigenschaften wird sie oft von den anderen ausgelacht. Eines Tages taucht ein Riese im Hexenwald auf und fängt eine Hexe nach der anderen ein. Bloß die kleine Hexe mit ihrem krummen Besen erwischt er nicht. Nun wird allen klar, dass nur die kleine Hexe alle retten kann. Wie führt man es durch? Die Bilderreihe besteht aus einem Deckblatt, welches schon gleich zu Beginn zu einem Gespräch mit den Kindern einlädt. Die Kinder können erzählen, was zu sehen ist, und es können erste Vermutungen getätigt werden, worum es in der folgenden Geschichte geht. Auf der Rückseite des Deckblattes steht die geschriebene Geschichte. Dabei wurde die Geschichte unterteilt, sodass man zu jedem einzelnen Bild den dazugehörigen Text vorlesen kann. Im Anschluss an die jeweiligen Bilder kann man mit den Kindern ins Gespräch kommen. Was ist zu sehen? Welcher Teil der Geschichte wurde hier abgebildet? Oder was passiert hier? Speziell bei dieser Geschichte lassen sich die Hexensprüche zur Sprachförderung einsetzen. Stoppt man kurz vor Ende des jeweiligen Hexenspruches und lässt die Kinder den Reim vervollständigen, fördert man die phonologische Bewusstheit der Kinder, welche als Vorläuferfähigkeit des Lesens und Schreibens bezeichnet werden kann. So eine Situation kann wie folgt ablaufen. Hexengeister mit Gebraus, kommt herbei, baut mir ein Haus. Spinnenspucke mit Schokolade, aber baut es bloß... gerade! Im Anschluss an die Geschichte kann mit den Kindern gemeinsam nach weiteren Hexensprüchen gesucht werden und diese aufgeschrieben werden. Hilfreich kann hierbei sein, die Kinder zu fragen, was sie gerne herbeihexen wollen. Als Hilfestellung kann man den Kindern Gerüste für Hexensprüche vorgeben. Vielleicht wissen die Kinder selbst aus anderen Geschichten, wie man Hexensprüche beginnen kann. Zum Beispiel Hokus Pokus Filibus, dreimal schwarzer Kater. Ich wünsche mir Ene Mene Simsalabim Abracadabra. Zusammenfassend lässt sich festhalten, das Kamishibai eignet sich zur ganzheitlichen Sprachförderung. Es schafft Erzählanlässe, erhöht die Sprechfreude und erweitert den Wortschatz. Die sprachliche Kommunikation wird unterstützt und die Kinder machen vielfältige Erzählerfahrungen. Das bereits vorgestellte dialogische Betrachten der Bilder lässt sich außerdem gut mit Kamishibai durchführen.